Reporterin, das ein Kind ist. Also wenn man als Kinderreporter unterwegs ist, dann fährt man zu Orten, wo man dann halt Sachen dreht. Also man stellt manchmal anderen Leuten Fragen oder man testet Sachen aus. Ja, eine klassische Situation in der Kinderreporter-Drehfolge sieht so aus, dass über den Kontakt zum Pressebüro für mich und den Austausch mit dem Lokalsender U1 ein Drehplan erstellt wird. Und dann kriegen wir das Drehbuch und dann besprechen wir das. Da müssen wir dann unsere Texte auswendig lernen. Und wir großen Leute das Setting und alles, was an technischem Know-how und Organisation im Hintergrund läuft, vorbereiten. Schließlich kommt der große Drehtag, manchmal ist es ein Tag, manchmal aber auch zwei oder drei. Und dann geht das dann halt irgendwann los. Und die Kinder, die ihre Rolle als Sprecherinnen und Sprecher haben, nehmen dann ihre Positionen ein. Und die Kinder, die im technischen Bereich Kamerakind sind oder für den Ton zuständig sind, erhalten die Einweisung in die Gerätschaften, die sie grundsätzlich vorher schon erhalten hatten, aber dann speziell für die Situation natürlich nochmal abgesprochen werden müssen. Also ich habe auch gelernt, wie man Kamerakind ist und wie man so eine Kamera bedient. Schließlich ist es dann soweit, dass weitestgehend alle Szenen im Kasten sind. Dann geht's in den Schnitt und schließlich kommt die Folge zu uns. Mit großem Hello wird die gemeinsam in der Klassengemeinschaft und auch im Forum in der Pausensituation allen Kindern verkündet. Absolute Premiere. Sind alle bereit? Ja! Dann geht's los. Man kann das im Internet angucken oder im Fernsehsender O1. Meistens gucken wir die zusammen, wenn die im Internet sind. Wir haben in der Schule einen Hausrundbrief, worüber dies natürlich auch öffentlich gemacht wird für die Schulgemeinschaft. Der Kontakt mit der Presse klappt wunderbar über das Presseamt, sodass auch alle Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg erfahren, dass eine neue Folge wieder hergestellt wurde. Politisch und bildungsrelevante Themen, die aktuell sind, zum Beispiel das große Thema Inklusion, war ein Fragenkomplex, dem sich die Kinder gestellt haben und gesagt haben, Mensch, das kommt jetzt auf uns zu in Schule, wir müssen mal fragen, was das eigentlich ist. Ich habe bei den Folgen Inklusion und Stadtentwicklung mitgearbeitet. Ich habe beim Projekt als Kinderreporterin was erzählt und gefragt. Ich glaube, das ist schon ein richtiger Begriff geworden in der Stadt Oldenburg. Wir merken es oft, dass die Leute so einen kleinen Klickeffekt im Kopf haben und sagen, aha, ja richtig, die Kinderreporterin, davon habe ich schon gehört. Wir freuen uns sehr, dass wir seit so vielen Jahren jetzt schon zusammenarbeiten, zum einen mit dem Pressebüro der Stadt Oldenburg und mit O1 als Lokalsender hier bei uns vor Ort in der Stadt. Häufig haben wir Großen das Problem, dass wir einen Beitrag gelungen empfinden, merken aber, dass er bei den Kindern ganz anders ankommt. Und die Kinderreporterinnen und Kinderreporter haben das Talent, die Kinder, die sind ja die Zielgruppe, auf einer Ebene anzusprechen, die uns Erwachsenen nicht gelingt. Und für unsere Kinder ist es besonders motivierend, an diesem Projekt teilzunehmen, weil Unterricht immer dann gewinnt und lebendig wird, wenn er im Grunde über den Rand des Schulbuchs hinausgeht. Das Tollste finde ich, wenn ich als Kinderreporterin unterwegs bin, dass ich auch neue Sachen lerne. Mir gefällt eigentlich alles gut. Ich finde einfach alles toll dabei. Man lernt eigentlich auch immer neue Menschen kennen. Für mich ist es ein bisschen aufregend.